Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ein Element ist noch ausständig, beziehungsweise eine Lichtkugel zu unserem Glück. Und da werden wir jetzt einfach mal hingehen. Und zwar hier, die Erde. Jo, einfach mal hüpf. Und gespeichert ist, supi. Wir haben auch eine Schriftrolle entdeckt, aber ich glaube, mittlerweile brauche ich schon 3 zum Lernen, oder? Schauen wir mal nach. Huch, Entschuldigung. Mit F1 kann ich da hin. Jo, 3 aufwärts brauche ich mittlerweile schon. Mhm. Jo, das könnte eventuell ein bisschen dauern. So. Vielleicht haben wir auch Glück, oder ich habe Glück und ich übersehe mal keine. Wobei, im letzten Bad habe ich eh eine gefunden. Da kann ich eigentlich eh schon zufrieden sein. Das sieht schon wieder sehr verdächtig aus, oder? Kann ich da raus? Wahrscheinlich nicht, oder? Also das wäre wieder mal ein typischer Platz für eine Rolleschrift. Hm, was war das gerade, Gelbes? Achso, das war so ein Funke, ne? So ein Feuerfunke oder so, Lichtfunke, irgend sowas. Was haben wir denn da? Die Erde. Drüben haben wir schon die erste Wache. Okay, schaut dabei jetzt nicht so dicht. Ich nehme es zurück. Natürlich Bogenschützen, natürlich. Oh, das sind 2. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Der Bogenschütze kommt auch genau zu mir her wahrscheinlich, ne? Also in meine Richtung. So, hüpf. Aha. Aha. Ich verkrieche mich mal nach unten. Der Hoffnung, dass ich den von da ermeucheln kann. Oh. Die stehen immer alle da so blöd beim Licht, ne? Ich fürchte, da muss ich wieder mit Fallen arbeiten. Das wird nicht anders gehen tun. Und wo stelle ich die am besten auf? Ich würde sagen... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe unser Fallenplatz schon gefunden. Da unten, da können wir uns super verstecken. Das werde ich vielleicht sogar ausnutzen. Ist da bei dem Schatten? Ja, gerade so. Licht, aber... Dürfte reichen, um ihn in die Schatten zu verbannen. Jawohl. Ich bin nur leicht konzentriert. Alter, du Gradler! Bist du gescheit?
eigentlich nur einer, der so herumschleicht? Ich glaube ja. Und weg mit dir. Und entsorgen. Eine Schriftrolle, ich sehe dich. Dann ist doch überall eine versteckt, wahrscheinlich. Wir haben drei. Kann ich da runter? Wow. So, da bleibe ich jetzt mal kurz. Am besten so. Wow, das lief gerade super. Kann ich? Ja. Gut, kann ich runter von der Taste. Was hätten wir hier? Verborgenes Wissen. Zeige alle versteckten Schriftrollen um dich herum. Echt? Aragami-Fähigkeiten. Echt? Und was ist das? Banmoku. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Was haben wir da? Sakaku 2. Der Köter explodiert, wenn sich ihm ein Feind nähert. Dabei werden umstehende Gegner geblendet. Aha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht recht. Da gefällt mir die Variante besser. Ach so, falsch. Ich dachte an die Falle. Entschuldigung, das war jetzt ein Fehler von mir. Na, die ist dann doch nicht so schlecht. Was haben wir da? Kunai. Töte einen entfernten Feind mit einem Kunai aus Schatten. Das wäre auch nicht schlecht. Aber, ganz ehrlich, die Schriftrollen. Die kommen zuerst. Ganz ehrlich, ich brauche das. Ich brauche das, meine Lieben. Ohne Diskussion, was war das gerade? So. Und tschüss. Weg. Und zu spät. Zu spät. Das war blöd von mir wieder. Entschuldigung. So, nochmal. Unbedingt Falle. Also ohne... Ohne Fallen... Also ohne mit Fallen zu arbeiten ist sowieso ganz besonders dämlich von mir. Jetzt auf. So, du bist mal außer Gefecht. Das ist sehr gut. Wie willst du da bitte... ohne gesehen zu werden, vorbeikommen. Das ist ja noch schwerer als alles andere, glaube ich. Das ist ein richtig harter Brocken. Weg mit dir. In die Schatten. Gut, den haben wir schon mal. Da drüben sehe ich auch einen, glaube ich. Jupp. War, falsche Seite. Und weg mit dir. Sehr gut. Bravo, das lief schon mal gut. So, wo sind wir da? Mhm. Aha. Okay. Aha. Ist das jetzt nur eine normale Kugel oder
Ist das schon die, die wir brauchen? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal. Nein, das ist nur so eine Kugel. Aber die ist ja mal echt böse versteckt. Aber Erde ist ihr klar, ne? Irgendwas Unterirdisches. Schlimm, gemein, Verstecktes. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt eine Schriftrolle vermutet. Huch. Aber immerhin sowas. Fertig! Jetzt zur Tür, zum zentralen Raum. Ich könnte die jetzt alle liegen und stehen lassen. Ehrlich gesagt, eigentlich. Und tschüss. Der geht mir auf die Nerven, der Kerl. Und weg mit dir. Ist schon viel einfacher, wenn es den nicht mehr gibt. Oh, oh je, oh je. So. Gut. Den Gradler hätten wir schon einmal. Da wäre echt der Falle nicht schlecht irgendwo. Vielleicht hier irgendwie. Hier ist vielleicht auch nicht so gut. Okay. Aber vielleicht hier. Zwei, drei, noch mehr. Jetzt sagen wir die mal weg. Scheint nicht schlecht gewesen zu sein. Okay. Es müssten jetzt da unten alle gewesen sein, ne? Also die drei schon mal. Ja. Der, was immer da hin und her hatscht. Ja. Das schaut nicht schlecht aus. Schaut nicht schlecht aus. Gut. Das hätten wir mal. Hui. Halt. Unterhalb verstecken und mal beobachten. Könnte nämlich schon der letzte sein. Ja. Das war nicht so geplant. So, und weg damit. So, jetzt ist die Frage, lebt noch jemand? Alle, die leben, bitte Hände hoch. Ich höre gerade niemanden und ich sehe niemanden. Wie
Wir könnten da wirklich fertig sein. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Hui! Sehr gut. Wir haben noch eine Kugel, also eine Schattendings. Das müsste passen. So, meine Hübsche. Jetzt müssen wir da rein, ne? So. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir jetzt unvorsichtig sein dürfen. Oder fürs Erste vielleicht doch. Darüber schauen vielleicht, ob hier noch was versteckt ist oder sein könnte. Na. Ach, mein Finger. So, schön schleichen. Schön um die Ecke schauen. Scheint aber... Wow. Endlich! Schnapp es dir und dann hauen wir ab. Das ist meine erste Begegnung mit Hyo. Ich hatte meine Puppe im Wald verloren und er hatte sie gefunden. Ich wollte gegen ihn kämpfen, aber er war einer der Anführer der Dakudaga, wie mein Vater. An dem Tag hat sich mein Leben manchmal, Entschuldigung, nicht manchmal, sondern nochmal geändert. Ich wurde Teil der Dakudaga. Hyo war mir wie ein zweiter Vater. Hyo. Was? Egal. Er sah stark aus. Oh, das war er. Hyo stellte sich der Kaio-Invasion in vorderster Front entgegen. Er hat den Krieg wohl überlebt, ist aber später an zwei Hauptmänner der Kaio gleichzeitig geraten. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Ja, Miko. Hm? Spürst du das? Was? Es ist eine Falle! Nach oben, Aragami! Toll! Noch was! Ich bin mir ziemlich sicher, es hat gespeichert. Juhu! Jetzt! Wow! Lauf! Himmelswillen, lauf! Lauf, 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 lauf! Sind wir sicher? Jetzt sind wir sicher. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Na, was machst du denn? Was hüpfst du denn? Ah, er kann nicht hüpfen, ich bin zu doof. Warte, wie machen wir das jetzt am besten? Das ist ein bisschen übel. Übel! Na, das hat nicht hingehauen. Alter! Okay, das ist... ich brauche mir, glaube ich, nicht zuzufügen. Kletter weiter! Ja, kletter weiter. Da hast du recht, ne? Das ist so bitter. Wow. Wow. Okay, kann ich mich? Was ist das? Aragami! Aragami! Nein, stirb nicht, mein Freund. Eine Errungenschaft. Aragami! Aragami! Das ist echt fies. Na, er nimmt's nicht. Wow. Kletter weiter. Schnucki, das ist leichter gesagt als getan. Wow. Super. Jetzt bin ich so schön weit gekommen und dann nix. Scheiße, er kann nicht hüpfen nämlich, ne? Wäre eine Sprungtaste wirklich cool gewesen. Na nö. Jetzt aber. Na komm. Und hüp. Wow.
Komm, Licht, 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 Licht. Kacklicht. Diese Lichtstrahlen, ne? Da kommt der, der oberste ist am schwersten. Musst echt verdammt schnell sein. Failing, failing. Er kommt da. Hallo. Der oberste, ne? Der nächste Sprung ist scheiße. Ja, ja, das dauert jetzt um die 20 Jahre. Ihr könnt euch inzwischen einen Kaffee holen oder so. Wow, geschafft! Nichts mit Kaffee. Das war knapp. Ach, was du nicht sagst. Das Licht, wir müssen verschwinden. Das kann niemand übersehen haben. Hm? Aragami? Was? Das ist... Mein Kopf. Was ist los? Der Krieg. Nishoku und Kaiho. Wie alles endete. Aragami, wovon redest du? Es muss für das alles einen Grund geben. Die Visionen verraten etwas Wichtiges über den Krieg. Aber ich verstehe nicht, was. Den Krieg? Ja, den Krieg. Das habe ich doch gesagt, oder? Diese Erinnerungen handeln vom Krieg, von dieser Gegend. Sie müssen aus der Vergangenheit eines anderen Menschen kommen, so wie ich deine Erinnerungen sehen kann. Aber diese hier gehören zu... Wer könnte? Ich kann es mir denken. Kannst du das? Der General der Kaiho, der Anführer der Kaiho-Armee. Der General der Kaiho? Ich habe in der Vision Hyo gesehen. Er war in der an der vordersten Reihe, so wie ich es dir erzählt habe. Das ergibt Sinn. Immerhin bist du ein Aragami. Yamiko? Du bist ein Wesen der Rache, Aragami. Als ich das Beschwörungsritual durchgeführt habe, war ich auf der Suche nach jemandem, der Rache für mein Volk üben würde. Dein Geist hat auf meinen Ruf gehört. Du wurdest an mich gebunden. Aber du warst auch an jemand anderen gefesselt. Der General der Kaiho war der Mann, der uns im Krieg die Vernichtung gebracht hat. Er hat mich zerstört. Und mein ganzes Volk, er ist das Ziel meiner Rache, unserer Rache. Das Ziel. Die Erinnerungen sind also seine. Ich bin auch an ihn gebunden. Heißt das, mein Ziel ist es nicht, dich zu retten, sondern ihn zu töten? Ich glaube schon. Na, großartig. Sie sind hier, wir müssen verschwinden, jetzt! Ja, und wohin? Rang A, super! Grabmal der Gefallenen haben wir gerade als Errungenschaft bekommen, Kapitel 6. Nie entdeckt, alle Bedrohungen ausgeschaltet. Muha, na? 66 Aufmerksamkeiten auf... ja. Oh, zwei Sammelobjekte haben wir versäumt. Ich halt. Aber 68 Gegner getötet. Sauber. Na, ich bin gerade zufrieden. Muss ich echt sagen. Dann schauen wir uns doch gleich das nächste Kapitel an, oder? Spielzeit 2 Stunden. Ups. Huch, Kapitel. Ruf Kuroso herbei, wenn du Hilfe brauchst. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Kapitel 7. Kyuru. Rang, Freizeichen. Spiel. Hüte dich vor den Lichtwaffen der Kaiho-Soldaten. Sie können dich aus der Entfernung treffen. Ach nein! Ja, an der fehlerleuchtenden Flächen kann ich keine Schaden... In Ordnung? Das Traumbild. Die Erinnerung des Kaiho-Generals. Sie liegen immer noch in meinem Kopf. Es ist ein Glücksfall, dass wir das Wandgemälde... Ich kann nicht so schnell lesen. Ihr müsst das selber nachlesen. Tut mir leid. Kuroso, was ist denn?
Aragami, da drüben! Hä? Ist er das etwa schon? Hikaru, der letzte Hauptmann der Kaio. Hauptmann Hikaru. Der Talisman im Grabmal, der gefallen wurde, gestohlen, Herr Hauptmann. Wie lauten Ihre Befehle? Hier bleiben. Herr Hauptmann? Hier bleiben. Das ist nicht der erste Talisman, den Sie gestohlen haben. Jetzt sind nur noch die in der Stadt übrig. Dorthin wird sich der Eindringling jetzt aufmachen. Aber... ich dachte, wir hätten uns um alle Versprengten gekümmert. Aber wenigstens einer ist noch da draußen. Und er oder sie weiß genau, wo wir empfindlich sind. Sie wird stärker. Ich kann es fühlen. Haltet die Stellung. Bleibt wachsam. Der Feind könnte bald hier sein. Und er wird in die Stadt wollen. Ja, Herr Hauptmann, ja. Ich kehre auf meinen Posten innerhalb der Mauern zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los. Okay. Kann er uns sehen? Oder spüren? Da stimmt doch was nicht, oder? Zwei Schriftrollen wieder übersehen. Grrr. Die waren sicher eine beim Feuer und eine beim Wind. Hundertprozentig. Oder? Oder so circa in etwa. So, wo gehe ich hier rum? Oder hier lang, besser gesagt. Schriftrollen. Was? Das war Hikaru, der letzte überlebende Kaio-Hauptmann. Nicht sehr beeindruckend, hm? Er hat eine Verbindung zu der Erinnerung des Generals. Sein Wissen könnte uns sehr nützlich sein. Was denkst du, Aragami? Nichts. Fangen wir an. Ja. Das ist komisch, das ist komisch. Auf jeden Fall hätte ich gerne noch ein paar Schriftrollen. Ich und meine Schriftrollen. Ah, hier stehen wir an. Dann zurück. La 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 la. Auf Bäumen werden die doch wohl nicht sein, oder? Das wäre schon heftig. Ganz ehrlich gesagt. Da, schaut, da liegt sie. Komm zu Papa. So, dararam baram. Aber die wurde mir jetzt gar nicht angezeigt. Muss ich dafür Kuroso rufen? Ach, wie habe ich den jetzt schon gerufen? Nein, das ist verkehrt. Ich bin so doof. Eine Falle verschmissen. Nochmal laden. Ich muss das... Entschuldigung. Ja. Nochmal. So. Die ist gespeichert, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Kuroso rufen. Konnte ich das mit F? Ich habe es komplett vergessen. Mit C. Was? Waren die jetzt gerade da? Tatsächlich. Tatsächlich. Mit C kann man Kuroso rufen. Das stimmt ja nicht so ganz, was da so beschrieben ist. Und der zeigt mir an, da vorne ist schon die nächste. Meine Güte, hoffentlich kann ich mit den Fähigkeiten nochmal zurück und die anderen Schriftrollen suchen. Mhm.
ist das zu glauben? Hier fing alles an. Das sorgt nicht gerade für Selbstvertrauen. Kein Wunder, dass Hauptmann Yuki hier überfallen wurde. Hier ist es nebelig wie hinter Milchglas. Soldaten, Augen offen halten. Der Eindringling darf nicht in die Stadt gelangen. 71 Meter, 15 Meter. Da vorne ist eine. Und da drüben ist eine. Ah, ich sehe sie. Mei, ich bin so blind. Mei, ist das kamott, wenn man sich darauf jetzt Bild verlassen kann. Da wäre eine Falle geil. So, das müsste passen. Eins, zwei, drei. Kommt noch jemand? Nö, ne? Sehr gut. Das klappte prima. Sind hier noch irgendwelche Gradler? Dann hole ich mir mal schnell die Schriftrolle. Sehr, sehr gut. So, die nächste. Meistens kaputt. Meistens praktisch. 61 Meter, das heißt da drüben. So, hier irgendwo müsste das dann sein. 32 Meter. Aha, da wo mein Ziel ist. Okay. Da müsste hier noch irgendwo was sein, oder? Alles da hinten. Alles da drüben. Okay, dann müsste hier fertig sein, ne? Der Gradler hierher? Ich glaube nicht, ne? So. Weg mit dir. Oh, der Part ist zu Ende. Gut, dann belassen wir das mal so. Ich bleib mal hier. Ich hoffe, das ist ein gutes Versteck. Ich glaube ja. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Boah, ich liebe diese Fähigkeit von Kurosu. Die ist echt super mit den ganzen Schriftrollen aufspüren und so. Prima. Haben wir schon zwei. Oder drei? Drei schon, oder? Na, zwei. Passt. Na gut. Drei brauchen wir sowas. Ihr Lieben, das war's leider wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!